Ihr seid wieder im Kunstraum bei Celine. So, ich hatte ja das Pic-Mondo-Bild vorgestellt. Mystery? Fragezeichen. Und wir hatten ja festgestellt, dass es 43 Farben hat. Wer es nicht gesehen hat, und so sieht es halt aus, ne? Alles schwarz. Ich habe schon mal angefangen, die Farben zu sortieren. Bin natürlich noch nicht fertig geworden. Ihr seht, hier hinten ist noch ganz viel drin. Aber ich habe schon mal ein paar Farben genommen, und zwar die, wo auf der Liste auch draufsteht, also die Anzahl, wo es dann halt ganz viele sind. So, wir starten jetzt also jeden Dienstag mit dem Mystery-Bild. Und ich habe mir so überlegt, wir werden das so machen, dass ihr mir in den Kommentaren immer zwei Zahlen reinschreiben dürft. Denn ich mache das anders. Ich mache in der ersten Woche, also heute ist die erste Woche, dann kommt dann auch Mystery 1, Teil 1 dazu, werde ich schreiben. Und Mystery Teil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da es 32 Felder hat, ich habe diesmal ein bisschen schräg und groß und klein gemacht, damit es nicht so langweilig ist, werden wir ein Kästchen in der ersten Woche aufmachen. In der zweiten Woche machen wir zwei Kästchen auf. In der dritten Woche machen wir drei Kästchen auf. Und wenn ihr in den Kommentaren zwei Zahlen reinschreibt, dann werde ich ausrechnen, welche Zahlen am häufigsten vorkamen und die dann halt nehmen. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich meine. Und sollte nichts in den Kommentaren stehen, werde ich würfeln. Mit zwei Würfeln oder drei Würfeln. Muss mal gucken. Also ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr mindestens zwei Zahlen, also zwei Zahlen immer reinschreibt. Und ich gucke dann, welche Zahl ist am meisten gewählt worden. Und ich bin ja schon völlig, völlig gespannt, weil ich habe noch nie ein Mystery-Bild gepaintet. Und das scheint auch sehr gut auszusehen. Also man kann wirklich nichts erkennen. Gar nichts. Und ich fange heute, habe ich mir überlegt, mit der 1 an. Ich suche mir also heute die 1 raus. Das erste Bild, das werde ich dann jetzt hier ausschneiden. Dann schauen wir uns mal an, was für Farben wir hier brauchen. Die werde ich dann mal hinlegen. Und dann können wir schon starten. Ich bin ja echt gespannt. Ich bin so gespannt. Ich habe noch nie ein Mystery-Bild gemacht. Ist auch mal was Nettes zur Abwechslung, ne? Halt. Und das mit den Öffnen habe ich mir deshalb so überlegt. Erste Woche 1, zweite Woche 2. Sonst sitzt man hier 32 Wochen und das ist mir echt zu lang und auch zu langweilig. So. Ja, mein Cuttermesser. Bin ja gespannt, wenn ich mein anderes Messer bekomme. Ah ja, die Folie geht schön ab. So. Noch mal hier einschneiden kurz und dann können wir starten. Oh, ich finde das so spannend. Ich finde das so spannend und ich werde auch nicht lutschern. Lutschern. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Also schauen. Denn sonst ist ja die ganze Freude weg. So, was sehe ich hier? Ich hole euch mal runter.
Ja, und dann haut es wieder nicht hin. Wartet mal. So. Jetzt ist perfekt. Also, welche Farben haben wir jetzt hier? Ich sehe ganz oft die 5. Die 5 ist... Oh, die Farbe haben wir schon. Blau. Dann sehe ich ganz viel den Pfeil nach unten. Den Pfeil nach unten. Ich habe hier das wieder so geordnet. Hier ist noch nichts drin, muss ich noch einräumen. Ich habe jetzt so viele Bilder vorbereitet. Ich hatte einfach keine Lust, überall Farbe reinzumachen. Aber das kommt ja jetzt nach und nach. So, dann sehe ich ein U. Auch nichts drin. Dann sehe ich ganz viele Pluszeichen. Weiß. Und Pfeil nach unten, U, Plus habe ich. Pfeil nach unten, Plus, U. Scheint sich alles hier so zu halten. Plus. Ja. Ich schaue gleich mal nach den Farben. U ist die 799. Ich weiß ja nicht, welche Farbe das ist. Ups, jetzt hat es gewackelt. Ach, ich hasse das, die Sucherei. Ich kann ja jetzt nicht nach der Farbe gucken. Ich muss ja jetzt wirklich nach der Nummer gucken. 799. 400. Ja, habt ihr auch schon mal ein Bild gepaintet und welche Qualität hatte das? Das würde mich ja mal interessieren. Nicht 517, 779. Ist bestimmt die letzte Tüte, werdet ihr sehen. 799. Muss ja eine Farbe sein, wo es ganz viel gibt. Hier, ich habe sie. Wieder ein Blau. Und dann der Pfeil nach unten ist die 794. 794 habe ich auch schon gefunden. 794. Ja. Also, ich werde jetzt reine Blautöne pinden. Das ist ja der Hammer. Und ein Fragezeichen haben wir noch. Fragezeichen. Wir haben gar nicht viel Zahlen hier unten. Und dann habe ich das Hashtag und das Programm, das Prozentzeichen habe ich gleich zu den Zahlen dazu gemacht und das Unzeichen habe ich zu den Buchstaben und der Rest ist dann komplett hier, das sind dann Zeichen. Ach, das Fragezeichen ist hier. Das ist die 3865. Ja, jetzt kann ich wieder von vorne suchen. 3865. 38. Na, dann gucke ich mal hier weiter. Ja, wir hatten ja beim Unboxing schon gesehen, dass die Farben wirklich super fantastisch sind. Kann ich mich nicht beschweren. 38, 40,
Ja, beim nächsten Mal ist alles einsortiert. $738,65. Ja, hier ist es. Also noch ein Weißton. Jo, das wird ja lustig. Ich bin ja mal gespannt. Ihr könnt ja mal Vermutungen aussprechen, was es sein könnte. Ich werde jetzt hier painten und zeige euch das im Zeitraffer. Ich werde das komplette Kästchen painten. Dann gibt es eben so lange Zeitraffer, bis ich halt fertig bin. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich sage schon mal Tschüss. Im Anschluss seht ihr dann den Zeitraffer. Und wir sehen uns dann die nächste Woche Dienstag wieder. Wenn ich schaffe, dann werden dann zwei Kästchen aufgemacht. Tschüss, sagt eure Celine.